So fing alles an. 50 Jahre Camping liegen hinter uns und da gibt es natürlich einiges zu berichten und das möchte ich heute tun. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin aufgrund dessen, dass wir ja im Moment nicht reisen können durch die Corona-Krise, habe ich so Bilder angeschaut, alte Bilder, alte Videos angeschaut und da bin ich auf die Idee gekommen, da könnte man vielleicht was zusammenschneiden. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, wie es denn so bei uns früher so ablief. Wir haben im Laufe der Jahre verschiedene Wohnmobile gehabt, nicht nur Wohnmobile, auch Wohnwagen. Angefangen sind wir mit einem Zelt. Alles das möchte ich jetzt in einem Video zeigen. Allerdings muss ich sagen, und da muss ich warnen, die Qualität aus den früheren Jahren ist natürlich sehr, sehr schlecht. Ganz einfach, damals hatte man noch nicht diese Möglichkeiten, die man heute hat. Vieles habe ich damals noch überspielt auf VHS, sodass die Qualität dann einfach schlechter immer noch wurde, als sie ohnehin schon war. Und aus den 70er Jahren habe ich also nur Videomaterial, was ich leider nicht in meinem Bearbeitungsprogramm bearbeiten kann. Also von daher gibt es da nur Bilder aus den 70er Jahren. Aber jetzt schaut einfach selber, was ich daraus gemacht habe. Angefangen mit Camping sind Rita und ich Ende der 60er Jahre. Damals ging es mit dem Zelt noch zum Bodensee. 1972 haben wir geheiratet und dann ging es nach Österreich zum Ossiacher See. Das war 1973. Wir hatten zu der Zeit ein sogenanntes Steilwandzelt, ja, mit einer Schlafkabine da drin, reichte für uns voll und ganz aus. Angereist sind wir nach Österreich mit einem Opel Kadett B, der, glaube ich, 1100 Kubik hat und 45 PS. Wir waren ja jung verheiratet und hatten wenig Geld. Camping war damals noch eine preiswerte Geschichte. So haben wir dann unseren Sommerurlaub 3 Jahre nacheinander dort am Ossiacher See verbracht. Den Campingplatz, den wir dort immer genutzt haben, ist der Camping Mentel, der direkt am Ossiacher See liegt. Diesen Campingplatz gibt es heute noch. Auf dem Campingplatz waren überwiegend Zelte, Wohnwagen, einige wenige Wohnmobile. Soweit ich weiß, waren gar keine da. Ich kannte auch noch keine. So haben wir von 1973 bis 1975 dort immer unseren Sommerurlaub verbracht. Meistens waren es immer nur 2 Wochen. Mehr lag einfach finanziell auch nicht drin. Sechsundsiebzig war nichts mehr mit Urlaub, denn wir haben unser erstes Haus gebaut und gleichzeitig wurde auch unsere Tochter Carmen geboren. Wir brauchten zu diesem Zeitpunkt jeden Pfennig fürs Haus und ich war Alleinverdiener, da konnte man keine großen Sprünge machen. Erst 1978 ging es dann mal wieder los in Urlaub und zwar mit unseren Freunden Lisa und Horst. Die beiden kennen wir ja inzwischen mehr als 50 Jahre und machen auch schon gemeinsam so lange Urlaub. Zwischenzeitlich haben wir uns dann einen Wohnwagen, einen älteren Wohnwagen zugelegt, ein Wild Deluxe. Und das Zuchtfahrzeug war dann ein Opel Rekord, dieser grüne, den man links stehen sieht. Gemeinsam mit Lisa und Horst haben wir dann einige Jahre nacheinander Urlaub gemacht, Campingurlaub gemacht, allerdings immer nur in Deutschland. Das ging nicht anders, die Kinder fragten schon beim Losfahren, wann sind wir da? Die Jahre gingen ins Land, 1981 wurde dann unsere zweite Tochter geboren. Und wir haben uns dann etwas später auch einen neuen Wohnwagen, keinen neuen, sondern einen anderen Wohnwagen gekauft. Wir hatten ja einen Wild Deluxe. Jetzt haben wir uns einen Hobby Prestige gekauft. Auch das Zuchtfahrzeug hat sich geändert. Es war jetzt ein Mercedes 300 TD. Damit war das natürlich schon wesentlich angenehmer, einen Wohnwagen zu ziehen. Eingerichtet war der Wohnwagen innen mit einem Holz. Man sagt ja, glaube ich, Gelsenkirchener Barock. Also altdeutsche Eiche. Ende der 80er Jahre ging es dann los zu einer größeren Reise und zwar ging es nach Italien zum Gardasee. Nicht wundern, es ist das Format 4 zu 3 und auch die Qualität ist nicht gerade die beste. Das hängt damit zusammen, dass ich es auch ganze schon mehrfach überspielt habe und da leidet natürlich die Qualität. Wir haben diese Reise mit Campingfreunden gemacht, allerdings nicht mit Lisa und Horst. Diese Familie, die haben wir mal bei einem Campingurlaub kennengelernt und haben uns angefreundet. Und so haben wir beschlossen, gemeinsam nach Italien zum Gardasee zu fahren. Aus Kostengründen sind wir nicht in Raststätten eingekehrt, sondern haben das Mitgebrachte gegessen. Und ja, das war für uns immer ganz normal und okay.
Zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch auf Autobahnraststätten übernachtet. Und zwar bis dahin auch nicht bekannt, dass es Überfälle oder dass man ausgeraubt wurde in der Nacht. Sowas kannten wir zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Es sind von unserem Heimatort bis zum Gardasee etwa 1250 Kilometer. Die haben wir in anderthalb Tagen zurückgelegt. Wir sind am späten Nachmittag zu Hause gestartet, in den Abend hineingefahren und dann komplett den nächsten Tag gefahren noch. Gefahren wurde natürlich nach Karte. Navigationsgeräte weiß ich gar nicht, ob es die damals schon gab. Ich kannte zumindest keine. Also sind wir nach Karte gefahren und in diesem Fall sind wir über die Schweiz nach Italien gefahren. Unsere Freunde und auch wir hatten jeweils ein CB-Funkgerät in unsere Autos eingebaut. So konnten wir uns verständigen und Pausen und so weiter absprechen. Es war Hauptreisezeit, Juli, aber wir hatten Glück, es gab wenig Staus und wir kamen gut durch. Es war allerdings sehr heiß zu diesem Zeitpunkt. Wir erreichen am Abend den Campingplatz Ideal. Hieß er damals, heute heißt er Del Rose. Und wir konnten dann am Vorplatz übernachten, denn Plätze waren keine frei, war ja Hauptsaison. Und so haben wir dann draußen auf dem Parkplatz übernachtet und konnten uns dann am nächsten Tag uns einen Platz aussuchen und dort dann unsere ganzen Sachen aufbauen. Gerade beim Vorzelt aufbauen, wie man sieht. Ja, das ist morgens 8:30 und das ist schon so warm. Ich schwitze schon, also so viel. Nee. Ramona macht sich das schon bequem. Am frühen Morgen. Die hat keine Lust zum Vorzelt aufbauen. Oh, was ist denn da passiert? Doch, es sieht gut aus. Mutti, du kannst das. Du wirst es schon lernen. Entweder Paar sucht Ameisen oder versucht das Vorzelt aufzubauen. Du musst nicht so viel wackeln. Mutti bei ihrer morgendlichen Arbeit. Wo ist sie denn nur abgeblieben? Auch unsere Kinder durften Filmaufnahmen machen. Freuen wir uns heute drüber, denn so ist man selber auch mal im Bild. Wir haben diesen Campingplatz im Frühjahr 2019 nochmal besucht. Er heißt heute ja, wie ich schon sagte, Del Rose. Hat sich natürlich einiges verändert, aber vieles hat man auch wiedererkannt. Ich habe auch ein Video zu diesem Platz erstellt, den verlinke ich hier mal, dann kann man sich nochmal anschauen, wie das dort heute aussieht. Das muss man auch sagen, Handys gab es damals ja noch nicht, telefoniert wurde ja meistens auch am Abend über Festnetz hier von den Telefonzellen aus, am Abend deshalb, weil es dann erheblich preiswerter war. Euro gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, so musste man immer von umrechnen von Lira auf D-Mark und ja, und Geld tauschen musste man natürlich auch immer. Der Gardasee wurde damals und auch heute noch gerne von Campern genutzt oder als Reiseziel genutzt. So war natürlich in den Sommermonaten immer viel Betrieb dort an dem Gardasee. Wir hatten damals ja in Deutschland oder Norddeutschland keine schönen Sommer, oft jedenfalls nicht. So sind wir immer gerne zum Gardasee gefahren, allein wegen dem schönen Wetter dort. Der Ort La Cise ist von dem Campingplatz aus nicht sehr weit. Man kann das alles zu Fuß auch ablaufen. So sind wir dann schon mal häufiger dorthin gelaufen nach La Cise. Und was macht man dort? Man geht eine Pizza essen. Nicht nur Pizza essen waren angesagt, auch das italienische Eis hatte es uns angetan. Es war für uns schon mal so ein kleines Highlight. Damals hat uns das nicht gestört mit den vielen Menschen. Das sehen wir heute natürlich anders. Aber wie es immer noch so ist, alles hat so seine Zeit. Darüber waren wir immer begeistert, 20.30 Uhr und wir haben noch 32 Grad. Das hat uns sehr gut gefallen.
Wenn manchmal ja das Jahr 1990 hier im Bild erscheint, dann hängt das damit zusammen, dass ich das Video aus verschiedenen Jahren zusammengeschnitten habe. Also Ende der 80er bis 1990. Wir haben natürlich auch Ausflüge gemacht und das ist natürlich, wenn man einen Wohnwagen und damit einen PKW dabei hat, eine schöne Sache. So sind wir rundherum um den Gardasee gefahren und haben uns dabei vieles angesehen. Ein Fernsehgerät hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht im Wohnwagen. Hin und wieder wurde eine Bildzeitung gekauft, damit man so ein bisschen informiert war. Aber ein Fernsehgerät hat uns auch nicht gefehlt. Die sanitären Anlagen waren noch nicht so komfortabel wie heute, aber war alles okay und es war auch sauber. Da duschen musste man schon mal anstehen, aber das hat uns auch nicht weiter gestört. Was für uns etwas ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig war, waren die sogenannten Stehtoiletten. Es gab damals auch schon Animationen auf diesem Campingplatz. So waren unsere Kinder immer gut beschäftigt und es kam keine Langeweile auf. Ja. Oh, es ist heute Grillfest. Wir grillen ganz tolle Sachen hier. Filetstücke, Kotelett und Nacken. Dann gibt es noch einen speziell angefertigten Salat mit besonders vielen Zwiebeln, speziell für Mutti. Mmh. Und Ramona spielt Nach etwa 2 Wochen war unser Gardasee-Urlaub vorbei. Alles wurde zusammengepackt, viele Hände haben angefasst und dann geht das auch alles sehr schnell. Ein Vorzelt haben wir meistens nicht genutzt. Wir haben nur dieses Sonnensegel im Sommer genutzt, sodass das Ganze schnell zusammengepackt war. Wir sind die Jahre später immer wieder mal zum Gardasee gefahren, besonders im Sommer. Ab Mitte der 90er Jahre hatten wir dann ja ein Wohnmobil und dann hatten wir auch noch ein Boot. Aber dazu mehr später in einem anderen Video. Ich glaube, es war 1992, da haben wir uns dann nochmal einen neuen Wohnwagen gekauft. Wieder ein Hobby, aber diesmal ein Hobby Deluxe. Im Vorgänger waren, ich glaube, das heißt Stockbetten, sogenannte Stockbetten für die Kinder drin. Die sind jetzt größer geworden, da passt das nicht mehr ganz so. So haben wir jetzt diesen Hobby und sind jetzt auf der Fahrt nach Österreich und zwar nach Kärnten hin. Und zwar wollen wir dort an den Turnersee, heißt das, glaube ich. Das ist in Kärnten in der Nähe von Klagenfurt. Was man alles so auf Autobahnraststätten sieht, ist schon manchmal ein bisschen abenteuerlich, das Ganze. Wir haben auch wie in den Jahren vorher auf Autobahnraststätten übernachtet oder einmal übernachtet, das hat gereicht. Es sah zu dem Zeitpunkt immer auf den Raststätten so aus wie auf einem Campingplatz, standen jede Menge Wohnwagen, aber mittlerweile auch einige Wohnmobile, wie man hier sieht. Und ja, nicht nur Deutsche, sondern ganz unterschiedliche Nationalitäten aus ganz Europa. Man musste sich schon früh genug eine Raststätte suchen, wo noch genug Platz war, um auch eine Parkmöglichkeit auf diesem Rastplatz zu finden. Wer abends also spät kam, der hatte oft keine Chance mehr, eine Lücke zu finden. Unser Ziel war der Campingplatz oder Strandcamping am Turnersee. Und ja, den gibt es heute auch noch. Ich habe im Internet geschaut, den findet man heute dort auch noch. Auch hier war es schon sehr schön warm und unsere Kinder bauten ein kleines Zelt auf. Darin haben sie auch geschlafen, wenn es das Wetter dann oder die Wetterlage es zugelassen hat. Bei schweren Gewittern und so weiter, da haben sie im Wohnmobil geschlafen. Aber ansonsten war das ihr Nachtlager hier, dieses kleine Zelt. Der Turnersee ist ein kleiner, überschaubarer See. Zum Campingplatz gehört ein Badesteg, den unsere Kinder und hier auch gerne genutzt haben, wir auch.
Aber was dort war, es gab dort Wasserschlangen und das war immer ein bisschen unangenehm, besonders für unsere Kinder. Die haben dann immer laut geschrien, wenn so eine Schlange da durchs Wasser geschwommen ist. Auf dem Campingplatz gab es auch ein schönes Restaurant und dort konnte man gut essen gehen und es gab hin und wieder auch eine Tanzveranstaltung. Das haben wir dann auch hin und wieder mal genutzt. Gewitter in Österreich. Ja, die Sonne ist frei. Oh, ja, super, ja. Das Blick in das, wie warm das ist. Oh, das Farbig. Oh. Sehen Sie, hier, wir lassen schnell schon runter. Und das Vorzelt ist zusammengebrochen. Ja, wir haben es noch nicht. Ja, wir haben jetzt Notstand hier. Es war schon ein heftiges Unwetter. Ich musste die Kamera zur Seite legen und konnte alles nicht mehr filmen, denn unser Sonnendach wäre uns fast weggeflogen. Beim Nachbarn war schon einiges weggeflogen. Das habe ich hier leider jetzt nicht auf dem Video. Einige mussten dann nach diesem Unwetter abreisen, weil einiges am Zelt und am Wohnwagen zerstört war. Nach dem Unwetter ging es dann los mit dem Aufräumen und alles wieder ordentlich hinstellen und das Sonnendach wieder befestigen. Wir hatten Glück, es war nichts direkt kaputt gegangen. So konnten wir alles wieder so herrichten, dass wir auch bleiben konnten und hatten am Ende eigentlich noch einen schönen Urlaub. Ich mache jetzt hier mal Schluss mit diesem Urlaub aus dieser Zeit. Ich hatte mich am Anfang etwas vertan. Es war nicht 1992, es war 1991 dieser Urlaub. Im Jahre 1993 sind wir dann umgestiegen von Wohnwagen auf Wohnmobil. Wir haben uns einen Hümer B 544 Gebrauch gekauft, der relativ neu war. Er war noch kein Jahr alt, hatte 7000 Kilometer auf dem Tacho und ja, war ein Motor von Fiat mit 2,5 Liter, 90 PS. Dieser Hümer hatte eine Länge von etwa 6 Meter, ein Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen. Was er an Zuladung hatte, weiß ich nicht. Es wurde eingepackt, was wir meinten mitnehmen zu müssen. Dazu gehörte auch ein Motorroller, 50 Kubik, hinten auf einer Rampe, wo er drauf stand. Wahrscheinlich waren wir überladen, aber das hat so im Moment mich damals nicht so besonders interessiert. Unsere Kinder kamen jetzt ins Alter, wo sie nicht mehr mit uns mitfahren wollten. Und ja, die Älteste war in der Ausbildung, die Jüngere ging zum Reiterhof und so konnten wir zu unserer ersten längeren Reise Richtung Frankreich, sprich Richtung Südfrankreich starten. Wir haben dazu die Osterferien genutzt und so war es etwa Mitte März, als wir zu unserer Reise gestartet sind. Wie man hier in den Bildern sieht, war der Einstieg der bei dem B 544 hinten und auch die Küche war hinten. Damals waren unsere Etappen verhältnismäßig lang. Wir sind 700-800 Kilometer gefahren, denn wir hatten wenig Zeit und mussten deshalb schnell in unserem Zielgebiet ankommen. So ging unsere Reise von Luxemburg nach Frankreich, alles über die Autobahn. In Frankreich mussten wir natürlich Maut bezahlen, auch damals schon. Und dann unser Ziel war ein Campingplatz in der Nähe der Stadt Le Lavandou. Begeistert waren wir schon mal nach der Ankunft von dem guten Wetter. In Deutschland regnete es und war nur 10 Grad und hier hatten wir über 20 Grad und die Sonne schien. Wir sind hier ja an der Côte d'Azur, etwa 40 Kilometer westlich von Saint-Tropez. Der Campingplatz liegt hier an so einer kleinen schönen Bucht und ja, es war dort sehr angenehm für uns. Wir haben uns dort gerne aufgehalten. Wetter war gut, wie man hier sieht und damals war es auch noch nicht sehr voll dort. Kinder konnte man hier im Meer schon mal im Wasser sehen, aber für uns war es natürlich auf jeden Fall noch viel zu kalt. Auch diesen Campingplatz gibt es heute noch, wir sind allerdings nach 1994 nicht wieder dort gewesen. Natürlich wollten wir auch nach Saint-Tropez, dazu haben wir unseren Motorroller genutzt. Es ging immer entlang des Meeres und die Straßen waren damals noch nicht so sehr stark befahren. Es war Verkehr da, aber man konnte gut und ohne Probleme fahren. Allerdings muss ich sagen, mit einem Roller 50 Kubik
war das alles etwas beschwerlich und naja, später haben wir dann ja einen 125er gekauft und da wurde das alles besser. Es war für uns schon interessant, dort in Saint-Tropez am Hafen. Da gab es natürlich viel zu sehen, besonders die großen Yachten, die dort im Hafen lagen, haben uns begeistert. Heute sind dort sehr, sehr viele Menschen, wenn man dann um diese Zeit dorthin fährt. Also von daher, wir waren nicht wieder dort und es hat uns bisher auch nicht dort wieder hingezogen. Für uns war es auch nicht so ganz einfach. Wir sprachen nur einige wenige Worte Französisch. Und wenn man dann ins Restaurant ging und sich was zu essen bestellen wollte, wurde es immer ein bisschen schwierig. Und mit Englisch kam man dort nicht sehr weit. Da wir das erste Mal in Frankreich waren, war für uns klar, dass wir nicht nur dort auf einem Platz bleiben, sondern dass wir uns ein bisschen was ansehen wollen. Und so sind wir weitergefahren Richtung Camargue. Und dann haben wir in der Nähe von Béziers einen Campingplatz aufgesucht und haben dort einige Zeit verbracht und uns auch vieles dort angesehen. Wir haben dann mit dem Motorroller einige Touren gemacht und haben auch Städte uns angesehen. Leider habe ich nicht überall von allem, was ich dort angeschaut habe, Videomaterial. So hier ein bisschen vom Platz. Man sieht, es werden jetzt auch mehr Wohnmobile auf den Campingplätzen. Das kam dann so Anfang, Mitte der 90er Jahre mehr auf mit den Wohnmobilen. Es war ja Osterzeit und die Campingplätze waren sehr gut besucht, aber reservieren musste man nicht. Wir haben also nie reserviert, wenn wir gefahren sind. Unser Hummer war ja nicht besonders groß, hatte auch keine Garage, auch keine großartigen Staufläche. So haben wir uns oben aufs Dach eine Topbox bauen lassen, so heißt das Ding, und dort wurden dann Tisch und Stühle untergebracht. Diesen Campingplatz gibt es heute noch, habe ihn mir im Internet angeschaut, sieht heute natürlich ganz anders aus dort. Unter anderem hatten wir auf der Reise uns die Stadt Aix-en-Provence angesehen, dann sind wir auch noch zum Grand Canyon gefahren, hier haben wir vom Wohnmobil aus gefilmt durch die Stadt, die wir hier gefahren sind. Es war manchmal nicht so ganz einfach, aber damals mit dem kleinen Hummer konnte man doch schon auch kleine oder schmale Straßen noch fahren. Wir waren damals noch etwas, wie sagt man, unbedarfter, risikofreudiger. Wir sind einfach mit dem Mobil drauf losgefahren und ja, am Ende hat immer alles geklappt. Mit unserem 50 Kubik Motorroller war das am Grand Canyon natürlich nicht so einfach. Manchmal haben uns die Fahrradfahrer überholt oder waren schneller als wir. Das war dann unsere erste längere Reise nach dem Umstieg von Wohnwagen auf Wohnmobil. Wir waren vom Wohnmobil sehr angetan und fühlten uns sehr wohl damit und haben beschlossen, dann weitere Reisen damit zu machen. Und das nicht nur in den Ferienzeiten, sondern auch das Wochenende immer zu nutzen. Und das haben wir dann später auch getan. So ging es Anfang April wieder Richtung Heimat. Bei leichtem Schneetreiben kamen wir in Deutschland dann an. Nachdem wir dann im Sommer wieder am Gardasee waren, haben wir für den Herbst unsere nächste Tour geplant. Und zwar diesmal sollte es in die Nähe von Benidorm gehen, und zwar nach Altea. Und dort gibt es einen Campingplatz, der heißt Cap Blanche. Auch den gibt es heute noch. Dort sind wir damals hingefahren. Ja, es ist Oktober 94, Herbstferien. Wir haben maximal 14 Tage Zeit, deshalb waren unsere Etappen zur Anfahrt auch recht lang. Wir sind also 800 Kilometer und mehr gefahren, um schnellstmöglichst ans Ziel zu kommen. Wir waren das erste Mal in Spanien, zumindest auf dem Festland. Wir waren vorher schon mal mit dem Flieger auf den Kanarischen Inseln. Und ja, wir kannten nichts von Überwintern. Das wussten wir nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und so waren wir doch schon etwas erstaunt, als wir dann hier erfuhren, dass hier Leute oder Camper den ganzen Winter bleiben und gar nicht wieder nach Hause zu fahren und dass man hier am Pool dann zu Weihnachten noch 24 Grad hat. Das war natürlich für uns irgendwie begeisternd. Und haben wir gesagt, das wollen wir irgendwann auch.
da vom Campingplatz aus die Stadt Benidorm nicht weit war, war es natürlich klar, dass wir dahin mussten. Und so sind wir mit unserem Motorroller dorthin gefahren und haben uns das Treiben dort mal angesehen. Das ist eine Wasserskianlage, ne? Schon gesehen? Schön, das mal gesehen zu haben, aber unsere Welt war das nicht. Wir waren also doch etwas lieber auf einem Campingplatz, wo es etwas ruhiger zuging. Die meisten Touristen, die hier waren in Benidorm, waren nicht mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil da, sondern wohnten in einem der großen Hotels und sind mit dem Flieger angereist. Das war für uns ja auch so ein bisschen neu, dass man so in der Natur Apfelsinenbäume gefunden hat und sich Apfelsinen pflücken konnte. Das muss ich vielleicht sagen, die Aufnahmen, die ich damals gemacht habe, die habe ich ja nicht gemacht, um große Informationen da weiterzugeben, sondern die waren ja mehr oder weniger für den privaten Bereich. Das hat sich dann Jahre später geändert. Da wurden die dann doch etwas informativer. Aber vielleicht habt ihr ja noch Interesse dran. Dann werde ich das in einem der nächsten Videos dann mal zeigen. Ja, wir sind dann viel mit dem Mobil auch rumgefahren, auch im Landesinnere gewesen. Überall da, wo wir was gesehen haben oder wo wir meinten, hier gibt es was zu sehen, sind wir angehalten und ja, haben uns die Sachen angeschaut. Eines unserer Ziele war damals das Dorf Gua de l'Est. Das waren etwa 20 Kilometer von Altea aus und das haben wir mit dem Mobil dann zurückgelegt. Auch ein Anziehungspunkt für uns war immer der Hafen von Altea. Dort gingen wir gerne hin und kauften uns frischen Fisch, wenn die Fischer dort mit ihren Booten anlegten. Wir mussten so langsam an unsere Rückreise denken. Es war mittlerweile Anfang November und so verabschiedeten wir uns von unseren Nachbarn, die alle noch den ganzen Winter da bleiben wollen und haben denen versprochen, wir kommen im Frühjahr wieder. Auf der Rückreise hatten wir dann Pech. Wir hatten einen Motorschaden, der Kurbelwellenlager war kaputt und ja, das in Höhe von Montpellier. So mussten wir abgeschleppt werden in eine Werkstatt. Und ja, dann hatten wir Glück, dass wir den ADAC-Schutzbrief hatten und wir dann einen Leihwagen bekamen und mit diesem Leihwagen konnten wir dann nach Hause fahren. Wir haben einiges von unseren Sachen dann einpacken können und mitnehmen können, aber natürlich nicht alles. Wir bekamen als Leihwagen einen Mercedes C-Klasse, da ging natürlich etwas rein, aber nicht alles. Und ja, und dann mussten wir Mobil da lassen und das wurde durch den ADAC nach Deutschland zurückgebracht. Und in Deutschland bekamen wir auf Kulanz einen neuen Motor. Der Motor hatte erst 30.000 Kilometer gelaufen. Ja, das waren 20 Jahre aus unserem Campingleben. Nichts Spektakuläres, wie es einfach so gelaufen ist, wie es einfach so war. War doch etwas mehr Aufwand, das Ganze zu erstellen, als ich am Anfang gedacht habe. Da ganz schön lange dabei gesessen, um das Ganze alles auch rauszusuchen, die einzelnen Szenen, was man überhaupt verwenden konnte. Und ja, jetzt freue ich mich aber am Ende, dass ich es gemacht habe. Ganz einfach auch, weil ich ja es für mich mal auch gemacht habe oder für uns, für die Familie. Alle können sich das jetzt auch nochmal ansehen. Vielleicht gefällt es euch ja auch und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Dann mache ich vielleicht noch ein weiteres. Es gibt ja dann nochmal 30 Jahre Camping, unser Campingleben. Da wird es dann vielleicht das eine oder andere auch noch interessanter. Wir sind ja unter anderem in Griechenland gewesen, wir sind in der Türkei gewesen, wir sind in Marokko gewesen, wir sind auf Sardinien gewesen. Vielleicht kann ich da das eine oder andere auch rausschneiden und dann zusammenfügen alles und euch dann zeigen.
Ansonsten sage ich erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten bye bye, bis zum nächsten Mal.